Ich weiß jetzt nur nicht, hier unten die Armee muss ich lassen, weil nicht, dass hier von unten jemand kommt, der mich töten möchte. Das wäre nicht so schön. Ich verlege jetzt mal die Armee hier oben lang. Dann werden wir uns in Lupfurdum eine neue Armee aufbauen. Hier sollte die Garnison soweit reichen. Diese Flanke ist halt völlig ungeschützt jetzt. Das ist ein bisschen schlecht. Warum sind die hier schon wieder angepisst? Ich weiß es nicht. Sehen wir dann schon. Nahrung haben wir noch. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall nochmal eine Armee, beziehungsweise die Armee werde ich hier aufstocken, dass sie eine richtige wird. Ach guck mal, sogar eine Balliste haben wir hier dabei. Das Problem ist, dass wir hier keine Reiter rekrutieren können und ich dann vermutlich die beiden austauschen werde. Also ich werde die Armee hier oben ranführen. Die hier unten als Garnison lassen. Weil den Kasurgis brauchen wir auf jeden Fall eine Garnison hier oben nicht unbedingt. Das kann sich auch selber verteidigen. Ich nehme jetzt mal trotzdem eine Ballisten mit. Und dann schauen wir mal noch. Keulenherbane. Haben wir hier noch ein paar dabei. Kann hier nochmal zwei Einheiten kaufen. Noch ein paar Heerbahnspeere. Haben wir hier welche? Da haben wir Heerbahnspeere. Und dann ist auch unser Geld wieder zur Neige gegangen. Dann wollen wir uns mal mit den zwei Armeen da oben um die Goten und die Rugier kümmern. Dass wir zumindest diese Provinz mal vereinen. Oder zumindest großteils. Und dann schauen wir mal weiter. Es wird dann unser nächstes Eroberungsziel. Weil links von uns droht ja nicht so große Gefahr, weil wir ja da die Markomannen haben. Und die anderen oben, die Cherusker, mit denen wir ja nicht Angriffspakt haben. Okay, Epirus ist wieder da. Das passiert übrigens auch ab und zu, dass Völker, die schon vernichtet wurden, plötzlich wieder aufsteigen. Und dann wieder ihre Länder zurückerobern. Das kann also auch passieren, wenn noch Armeen übrig geblieben sind. Also wenn uns jetzt die Boi gerade diese Armeen hier noch hätten vernichten können, dann wäre das Volk plötzlich wieder da und auch wieder verfügbar und alles. Könnte auch wieder angreifen. Ist natürlich nicht sehr schön, aber naja. Ich rücke jetzt hier erstmal Richtung Goten. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was gehört denn da alles dazu? Ach, da oben die Stadt in Dänemark gehört auch noch dazu, zu dieser Provinz. Ist ziemlich groß, ne? Na gut, da können wir ja dann noch hochrücken, das ist jetzt nicht das Problem. Ich werde mir jetzt aber erstmal hier, werde ich mich um die Goten kümmern. Ich muss nur mal schauen, wie das bei denen von militärischer Macht hier aussieht. So, da ist aber nichts, da ist eine fette Armee drin, das ist nicht so schön. Oh oh. Oh oh, die haben auch noch 8 Garnisonen, das ist natürlich nicht so toll. Da müssen wir auf die warten hier. Auf diese Armee. So, hier schauen wir jetzt mal, dass wir so einen heiligen Baum hinbekommen noch, dass die Region noch ein bisschen gefügiger wird hier. Hier oben haben wir gerade 0, warum? Ich habe doch hier den Nahrung und öffentliche Ordnung Erlass. Hm, ja gut, wenn wir hier das aufgerüstet haben, haben wir ja wieder plus 2 öffentliche Ordnung zusätzlich. Dann werden wir das schon hinbekommen. Jetzt haben wir nur ein bisschen wenig Geld, wegen der Tatsache, dass wir gerade unsere Armeen upgraden. Oder halt vergrößern. Das kostet natürlich alles Geld, weil die kosten ja alle Unterhalt, die Soldaten. Wir müssen also irgendwie schauen, dass wir jetzt an Geld kommen. Das hat so ein bisschen das Nebenhauptziel, dass wir... Nebenhauptziel, what the fuck? So, Quartiermeisterbericht, okay. Gut, gut, gut. Langsam wird auch die Armee. Eine Einheit Ballisten haben wir, germanische Steinschleuderer brauchen wir nicht unbedingt. Aber noch germanische Jugendliche wären wohl noch nicht schlecht. 383 ist jetzt nicht so schön, ne? Ich könnte mich hier im Wald verstecken. Unerlaubtes Betreten ist mir gerade egal. Ich kann mich aber leider hier nicht verstecken jetzt. Das ist ein bisschen blöd. Die Armee, wenn mich angreift, werde ich auf jeden Fall sehr viel Spaß haben, habe ich das Gefühl. Weil ich glaube, mit der werden wir nicht fertig werden. Außer wir schaffen es, die in einen Hinterhalt zu locken. Dann vielleicht schon. Dann haben sie auch mit ihrer Balliste keine Chance mehr. Aber wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir an Geld kommen. Das ist echt wichtig. Das Problem ist, dass ich die Steuern nicht einfach erhöhen kann, weil sonst laufen mir hier die ganzen Regionen amok. Da habe ich jetzt nicht so Bock zu. Ich schau mal kurz. Wollen die Goten vielleicht in meine Konföderation? Trag eure Anliegen gut und... Nein, ich hätte mich jetzt auch gewundert. Sage nein, aber... Bevor ich keinen Krieg mit denen anfange, werden die auch nicht in meine Konföderation wollen. Die Rugier auch nicht. Wenn ich diesen Bedingungen zustimme, riskiere ich...
So. Schade, dass sie nicht alle in meine Konföderation wollen. Das würde mir einiges ersparen. Tja. Unterwerfen ist halt nun mal nicht so leicht, scheinbar. Vor allem bei germanischen Stammesfürsten. Dum, 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 dum. Ach ja, dieser Rundenwechsel immer. Wie gesagt, im Multiplayer ist ja noch deutlich unangenehmer. Da kann man sich echt dann... Das geht dann echt ab. Das dauert dann teilweise wirklich 2-3 Minuten, bis der mal durchläuft. Das ist dann nicht so schön. So Stellung Hinterhalt. Ich weiß aber nicht, ob der uns nicht schon gesehen hat und ob das jetzt nicht so bleibt, dass der uns gesehen hat. Es geht das Gerücht um, dass das wütende Heer gehört wurde. Die Menschen fürchten sich vor dem Zorn der Götter. Sie bitten euch, sie zu beschwichtigen. Nein, Tierblut nicht. Öl, ein Opfer, ein Weihgeschenk. Wir machen mal ein Weihgeschenk. Ich opfere, wenn möglich, eigentlich niemanden hier. Auch kein Tier. Obwohl das vermutlich, ja, ist ja eh nur digital, aber trotzdem. So ein bisschen Prinzipien muss man schon haben. Kann ich hier vielleicht noch... Da habe ich ja schon ein bisschen abgegradet. Flotten bringt uns ja nichts. Das bringt uns an sich auch nicht wirklich viel. Ich mache mal das noch, weil minus 20% Verluste durch Verschleiß unter Belagerung ist klasse. Das sollten wir uns echt mal holen. Und ich brauche unbedingt Geld. Will nicht jemand mit mir handeln? Jetzt irgendwie so? Seid ihr mutig oder töricht? Ich habe das Gefühl, niemand will mit uns handeln. Ich bin sicher, ihr habt viel. Denkt ihr eure Werte? Ich sollte da nicht aufpassen, nicht, dass ich wieder irgendwelche. Doch. Ach, guck mal, die Cherusker wollen handeln. Ich weiß nicht, spricht man das mit SCH, also mit Cheruska aus, oder spricht man das mit C aus, oder mit K? Cheruska oder Cheruska würde auch gehen. Aber ich weiß nicht, wie das richtig ausgesprochen wird. Und die Goten wollen auch kein Handelsabkommen. Wäre zwar jetzt ziemlich Schwachsinn, eins einzugehen, aber man kann es ja mal probieren. Die wollen auch keins, schade. Die Rugier. Nein, okay. Will niemand mit uns handeln, schade. Wir haben 349 plus, das ist nicht so schön. Diese Armee da unten, brauchen wir die so groß? Das Problem ist halt, ich kann sie zwar jetzt entlassen, teilweise, und verkleinern, aber es würde uns nicht so viel bringen. Weil wenn uns von unten einer angreift, sind wir halt hier dann relativ ungeschützt. Auch wenn Istros natürlich eine große Garnison hat, aber ja, wohl eigentlich können die uns nicht so viel anhaben, ne? Ich werde die Armee jetzt mal verkleinern, wir können sie ja dann wieder upgraden. Dass ich zumindest mal ein paar von den Speereinheiten und so wegkriege. Da haben wir hier plötzlich plus 800, das ist schon mal eine bessere Hausnummer wie 500. Diese Armee müsste soweit dann fertig sein, oder? Ich hau noch ein paar Heerbahnspeere rein. Ich kann mir zwar leider keine leisten, aber es passt schon. So, ich habe hier keinen Verschleiß, ne? Ich könnte auch Sölden anheuern. Allerdings bringt mir das nicht viel, weil das Geld kostet. Und zwar ziemlich viel. Ich weiß auch gar nicht, ob die Goten nicht ein Problem damit haben, dass ich gerade in einem Land stehe. Oh oh. Es wurde ein Opfer in Form von Pfeil und Bogen dargebracht. Das Volk lauschte nach den typischen Klängen des wütenden Heers. Es war nichts zu hören und das Volk war hoch erfreut. Ja, wir haben jetzt leider unsere versteckte Armee entdecken lassen. Geführt von Karl. Karl. Nee. Okay. Das ist also ein bisschen schlecht. Warum ist die aus der Hinterhaltsstellung rausgegangen? Das verstehe ich nicht ganz. Okay, ach so, der ist automatisch raus, weil er entdeckt wurde, vermutlich. Gehe ich jetzt mal von aus. Wo ist denn eigentlich die Gotenarmee jetzt hinmarschiert? Wo ist die? Ernsthaft? Ich gehe mal hier rüber, ich weiß nicht, wo die ist. Soll ich angreifen? Ich weiß nicht. Momentan wäre die Stadt nämlich recht ungeschützt. Moment. So. Haben wir gleich. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine blöde Idee ist. Schauen wir mal.
Okay, die Markomanen sind beigetreten. Das wird uns allerdings nicht viel bringen. So, und damit wäre die Stadt unser. Das finde ich schon mal cool. Nein! Nein! Bin so blöd! Ich habe die Stadt geplündert. Ich habe jetzt zwar wieder Geld, aber trotzdem. Ist, ja, naja, das war jetzt wieder sehr effizient, was ich da gemacht habe. Jetzt habe ich natürlich die öffentliche Ordnung hier auch ein bisschen in den Boden gestampft. Und, ja, reparieren muss ich die Stadt auch wieder. Das war jetzt wieder sehr intelligent, was ich da gemacht habe. Nee, das ist nicht die Gotenarmee, das ist eine Ice-T-Armee. Wo auch immer die jetzt herkommen. Hier drüben haben wir die Ice-T und da haben wir die Boduni. Und hier oben? Kimbeeren, okay. Die Kimbeeren. Können wir mit denen schon handeln, mit den Kimbeeren? Kimbeeren, Entschuldigung. Seid gegrüßt! So, wollen die Rubier jetzt vielleicht, nachdem die Nachbarn hier vernichtet wurden? Scheinbar nicht. Gut, ich weiß nur nicht, wo die germanische, die gotische Armee jetzt hin ist. Die Frage ist, möchte ich das wissen? Ich werde mich jetzt hier verschanzen. Ich weiß, dass ich unerlaubt die Stadt betreten habe. Das war auch mein Plan. Ich lasse den Spion mal hier, weil ich wissen möchte, wenn die Goten kommen. Da habe ich nämlich jetzt nicht so Bock drauf auf die. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das würde mir jetzt nicht gefallen, wenn hier Goten auftauchen würden. Und warum habe ich hier so eine geringe öffentliche Ordnung? Eroberung, nur ne... Ach so, das ist in der... Ach, weil hier die Provinz erobert habe da drüben. Deshalb ist hier auch eine... Das macht jetzt irgendwie nicht viel Sinn. Ja, diese öffentliche Ordnung ist halt provinzweit oder regionsweit. Und deshalb habe ich jetzt hier minus 36, weil ich hier drüben die Stadt erobert habe. Ist jetzt nicht wirklich sinnvoll, aber naja. Mag sein, dass das so gedacht ist. Gut, es ist vermutlich so gedacht, weil sonst würden sie das ja auch nicht einprogrammieren. Ich würde vor allem jetzt mal diese Provinz komplett haben. Dann habe ich nämlich, glaube ich, 3 komplette Provinzen. Die Götter sprechen mit Donner und Sturm. Ja gut, können wir erstmal machen. Dann habe ich von hier rechts zumindest mal Ruhe. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mich nicht wieder einsperre. Von Nicht-Angriffspakten her, weil da muss ich die kündigen. Und dann, es gibt natürlich für die anderen Fraktionen negative diplomatische Folgen, wenn ich dann das Ding kündige und dann gleich wieder angreife. Okay, Forschung abgeschlossen, Erpressung. Ein Mitglied eurer Familie wird erpresst. Das wollen wir doch verhindern. Schauen wir mal. Motivierte Bevölkerung. Elendsviertel in Akababä. Askaukalis heißt es, glaube ich. In Silesia ist Bevölkerungsüberschuss und unzufriedene Bevölkerung. Okay. Ach, da ist die gotische Armee. Ja, guck mal an. Ihr werdet jetzt Spaß haben, wenn ihr da angreift. Ich meine, ich habe hier 8 Garnisonseinheiten und eine Armee. Okay, ein Händler aus einem fernen Land ist angekommen. Er versucht, sein seltsam glänzendes Material unter eurem Volk zu verkaufen. Lassen wir ihn handeln. Ich nehme den Gegenstand mal an mich. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ich greife jetzt den auf jeden Fall nicht an, weil die Armee immer noch mächtiger ist als meine. Aber ich habe die Stadt als Vorteil. Und die Garnison. Deshalb sollte ich das nicht riskieren, diesen Vorteil. Das wäre ziemlicher Schwachsinn. Das mache ich jetzt auch noch rein. Und dann schauen wir mal, dann werde ich mich hier mal verschanzen. Im Wald. Und erstmal meinen Spion brauche ich jetzt nämlich. Ich weiß ja, wo die Armee jetzt ist. Jetzt sehe ich sie ja. Die hat auch hier jetzt Verschleiß. Weil sie ja in feindlichem Territorium jetzt steht. Ach, guck mal, hier kann ich upgraden. Budorgis kann ich erweitern. Sehr schön. Wird die Stadt auch größer. Finde ich cool, dass die dann auch größer wird auf der Karte und alles. Das ist echt schön gemacht. Muss man sagen. Und ich habe wieder Geld. Super. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich hier die öffentliche Ordnung wieder in Ordnung bekomme. Ich meine, die ist jetzt noch im grünen Bereich, sinkt aber jede Runde momentan um minus 14. Instabilität der Provinz, warum? Die ist doch nicht instabil. Komisch.
Warum ist die instabil? Vielleicht, weil hier eine Armee steht und das noch nicht klar ist, wem die... Oder ist es, weil ich hier nur 2 von 4 Provinzstädten besitze? Das kann auch sein. Das müsste ich mir mal anschauen.